Hallo, 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 der Mero mit Let's Play O Level, der heutige Hack kommt von The Zukunftsnerd. Er hat mich mal damals, ich glaube, nee, ich habe ihn angetestet, den Hack schon mal. Und das ist verfickt nochmal Digimon-Musik, was auch immer die da tut. Da, ja, das ist, jetzt möchte ich aber echt mal überlegen. Ich glaube, das war aus der dritten Staffel, auch wenn das gerade absolut nichts zur Sache tut. Ja, das müsste diese dritte gewesen sein, ne? Ja, ich habe das nachher kurz angespielt und habe gemerkt, dass er ein paar kleine Sprite-Limit-Probleme hat. Nachdem Yoshi Bowser besiegt hat, fand er eine Karte zu seiner Geheimbasis. Er muss sie auch zerstören oder es wird nie Frieden geben. Okay. Zumindest erinnere ich mich an ein paar kleine Sprite-Limit-Probleme. Zum Glück ist Bowser Schloss endlich zerstört. Ich frage mich, ob es hier noch etwas Nützliches gibt. Bestimmt nicht. Aber wegen dieser Sprite-Limit-Probleme, ich denke mal, dass man... Oh! Das überstehen. Was zur Hölle? Das ist überflüssig. Oh Gott. Ja, komm, lauf mal schneller. Upp-di-dip-dip. So, und jetzt sind wir hier in Bowser's Secret Base, die wir uns dann gleich mal antun wollen. Wir gehen nach rechts und... Nack, wir gehen nach links. Dup-di-dip-di-do. So, wir haben... Oh yeah. Okay, da, um nur was klar zu machen. Ich kann jetzt nicht durch die Lilanen, kann durch die Rosanen. Und die Forms und Frims sind eingefroren. Ich denke, da kommen auch noch Frims. Und jetzt ist es rosa und ich kann da nicht durch. Okay. Prinzip also, ich muss hier lagen. Höp, höp. Moment, welche sind nochmal aktiv? Die da. Nein. Die da? Ah. Ja. Das ist sehr gut. Natürlich. Irgendwo. Für mich. Wer es glaubt. Da konnte ich drauf stehen, da konnte ich durch, da kann ich drauf stehen. Das ist so ein bisschen verwirrend. Ja, so kann man das ruhig nennen. Und das war natürlich jetzt blöd, aber okay. Oh Gott, die springen hoch. Hallöchen, Frimpies. Springt immer hoch. So, und jetzt darf ich hier den lustigen. Oh ja, und die sind aktiv. Oh, ich darf mir so eine Freude jetzt machen. Komm, ich hüpf hier hoch, hoch, hoch. Oh nein, shit, ich fall ja da rein. Oh Gott. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Ich muss da auf die Ball and Chain. Okay. Hüpf, 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 hüpf. Und ich stehe immer noch auf den. Auf den. Nein. Ich kann mir das nicht merken. Ich bin echt gerade so ein bisschen, Gehirnlaggy, könnte man sagen. Hüpf. Okay, ich muss da in einem durch. Ich muss da in einem durch. Ich kann da sogar in einem durch. Ich weiß das. Yoshi, wir schaffen das. Yoshi! Danke. So. Aua. Aua. Kein Aua. Kein Aua-Weh. Kein Aua-Weh. Bitte kein Aua-Weh. Jetzt kann ich mir das Ding hier holen. Und darf mit dem P-Switch nochmal den ganzen Weg gehen. Yay! Awesome! So. Hoch mit dir. Hüpf. Hüpf, hüpf. Oh Gott. So. Okay, auf welchen konnte ich stehen? Auf den rosanen. Genau. Dann passt das so weit hier. Und hier eigentlich... Au. Au. Auch! Fucking Yoshi. So. Dich kriege ich da schon mal hoch. Dann gehe ich hinterher. So, das klappt doch alles. Supi hier. So kann ich das sogar überspringen. Okay. Ich drück den mal hier. So. Aha. Au. Nein, ich muss den noch drücken. Ich muss den noch drücken. Fuck you. Das hätte man mir auch mal eher sagen können. Okay, zweiter Versuch. Hüp. Wieso klappt denn das nicht? Nein, verfehlt. Ah, verfehlt. So, danke. Und jetzt hier auf den Coinblocks hoch und hier runter. So, perfekt. Pilz. Und ich komme da nicht rein. Fuck, fuck, fuck. Ich kann nicht in die Röhre. Okay, ich muss da rein. Rum, rum, drum, drum, drum. Und rein. Dop-di-du. Und das ist Cave Story. Hallo, Cave Story. Und nach rechts. Wieso kann ich eigentlich nie nach rechts? Ah. Trotzdem, die Cave Story-Grafiken sind sehr cool. Die mag ich. Ja. Und da-da-da-dam. Da-da-dam, das ist Wasser. Okay. Das hätte ich jetzt zwar nicht so als Wasser interpretiert.
Aber was soll's? Ich meine, hier schwimmen halbe Fische in meinem Wasser rum. Ja. Warum auch immer da nur eine Flosse war. Das sind die Sprite-Probleme, die ich meinte. Also er hat vielleicht teilweise ein wenig übertrieben. Ein ganz klein bisschen. Aber was soll's. Und, wow. Super Mario Bros. 3. Awesome. Ich meine, klar, das ist nicht aus Super Mario Bros. 3 alleine, aber mich erinnert es immer da an die Welt 7. Und das werde ich auch immer wieder so erwähnen. Fick dich, Charlie. Fick dich einfach. Fick dich. Dankeschön. Es wird mich immer daran erinnern. Es wird immer für mich diese Stelle in einem Spiel bleiben, wenn ich sowas sehe. Und das ist einfach, dann bin ich halt jetzt, ouch, voreingenommen. Aber damit kann ich leben. So, hoch hier, hoch hier, hoch hier, hoch hier. What? Walljump-Blöcke, der Name erklärt alles. Es gibt verschiedene Arten. Es gibt den Walljump-Block. Oh boy! Der Walljump-Block, eine bedrohte Art. So. Ja, das sind immer noch dieselben. Autsch. Das sind immer noch dieselben Walljump-Blöcke. Und das ist Charlie. Ich gehe links hoch. Mond, 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 Mond. Andere Walljump-Blöcke, von denen ich jetzt nicht weiß, was die können. Die brechen ein. Das ist vielleicht nicht ganz so pralle. Aber okay. Oh yeah, I made it. Und das sind, hey, du kannst nur Walljumpen, wenn du einen Stern aktiv hast. Was natürlich total sinnfrei eigentlich ist. Da hätte man eigentlich auch die normalen einbauen können, dann hätte man wenigstens die Musik weitergehört. Und warum hüpfe ich nicht an einer Wand hoch, sondern so stylisch an beiden? Ah! Ah, in die Röhre! Ah, in die Röhre! Und Moment. So, damit wären wir zurück. Ja, das ist wieder so. Ich traue meinem Laptop noch nicht so ganz, was Asynchronität anbelangt. Ewis! Ganz viele Ewis! Hallöchen, Ewis! Was haben wir hier hinten? Noch eine Shell. Dann nehme ich doch erst einmal die mit. Warum waren da zwei Shells? Ist es vielleicht... Theorie 1. Es ist ein Big Boo-Kampf. Und da sieht man schon wieder die schönen Sprite-Limit-Probleme. Oh boy. Ja. Es ist ein Big Boo-Kampf. Hallöchen, Biggle-Biggle-Boo. Tot. Nee, nicht ganz tot, aber immerhin schon mal ein Treffer. So, als nächstes hole ich mir den hier unten. Oh, da war Boden drunter. Ich muss gar nicht so cool rumtricksen. Das ist natürlich angenehm. Hüpf, 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 hüpf und Treffer. So. Ja, ist logisch. Jetzt ist die Frage, wie viel Treffer hält er aus? Denn sonst würde ich mir einfach den hier holen. Den kaputt hauen. Und es reicht nicht. Okay. Oh. Alter. Dieses Level hat Probleme. Ganz eindeutig gerade. Wo kam der Boo-Laser her? Wo kam der Boo-Laser her? Der war plötzlich in meinem Gesicht. Und tat mir dort ein wenig weh. Ja, das ist nicht nett. Das sollte man unterlassen. Und hüpf. Nöp. Die. Dübi-dibi-du. So, und wieder raus. Ich dachte, und wieder raus. Und wieder raus! Raus! Vielleicht nicht, wenn die Ewis da sind, aber raus! Dankeschön. So, und jetzt gehen wir den ganzen Weg nochmal. Nochmal, das macht doch so eine Freude. Hüpf. Hüpfsi-hüpfs. Hüpfsi-hüpfs. Rums. Weg mit dir. Oh. Oh, ja, ich sollte auch warten, bis die Blase wirklich weg ist. Und dann kann ich da so ganz cool runter. Und muss aufpassen. Da war ein Loch, genau. Oh, Baby. Oh, Baby, ich bin durch irgendwas durchgefallen. Sprite Limit Probleme sind Sprite Limit. Hä? Ah, okay. Ich hatte jetzt echt schon Angst. Dum 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 di du, dum dum da di du di du di du. Ich hab das hier gewonnen. Oh yeah. Das ist cool. So. Und das ist Castle. Fick dich. Nein. Aber die Bullet Bills eben haben mir mal so absolut null gefallen. Das ist gar nicht schön. Ja, wo bin ich hier? Oh mein Gott. Okay. Ich liebe die Musik. Ich liebe sie. Wow. Rums die Rums. Da ist mir gerade sogar das... Oh Gott. Scrolling so ein bisschen egal, wollte ich gesagt. Wo soll ich denn da bitte abhauen? Ich warte hier erstmal. Hallöchen. Bullet Bills, ihr seid da vorne wirklich... Seid da vorne wirklich egal, denn hier hinten ist keine Action. Da di dup di du. So, shit. So. Das müssen wir mal eben so regeln. Ich habe nämlich keine Ahnung, was ich da mitnehmen soll.
Und da denke ich mir doch mal, ich nehme den silbernen Peace Switch mit. La 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 la. Oh. Ja, das war sehr gut. Ja, kriege ich den noch? Ich kriege ihn noch. Sehr gut. Awesome. Hilfe. Dankeschön. Das passt soweit. Und ich brauche den blauen. Ich brauche den silbernen. Ich hätte alles mitnehmen können. What? Ah, fuck. Okay. Dann nehme ich einfach mal an. Ich nehme den mal kurz. So. Und dann mache ich so. Genau. Und nehme mir das Springboard mit. So, hier war das. Genau, hochwerfen, schnappen und in die Kugeln. Kugeln, 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 Kugeln. Dankeschön. So, dann geht's hier weiter. Weiter, weiter. So, was haben wir denn hier? Ein Noteblock. Und da konnte ich runter. Das, ach nein. Sag mir bitte nicht, das ist eine Falle. So, wie komme ich denn jetzt da runter? So komme ich da runter. My boy. Oh, fuck. Fuck, fuck. Fuck, fuck. Fuckity fuck. Was zur Hölle? Wäre der Magic Hooper da nicht, dann wäre das angenehm. Aber er ist da. Und er kann mir den Noteblock da wegmachen. Das ist ein Problemchen. So ein kleines. Erstmal muss der Form weg, dann muss er weg. Dann muss ich hier rüber. Oh, shit. Deedle, deedle. Was ist hier los? Hier ist viel zu viel auf dem Screen. Das ist gar nicht gut. Auch nicht, wenn er da steht. Das ist auch nicht gut. Ich keine Ahnung, ob ich den jetzt machen soll. Zurück, 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 zurück. Rück. So. Okay, erst ihn aktivieren, dann darüber. Ich brauche einfach ein bisschen mehr Glück mit dem Magic Hooper. So. Jetzt lege ich das Springboard da unten ab. Und ab in die... Nein, ich gehe nicht in die Röhre. Ich bin voll stur und sterbe. So, ab in die Röhre. Yay. Wasser? Oder auch kein Wasser? Jede Menge Blöcke? Ding, dong, dang. Da ist mein Block. Da ist mein Pilz. So, ich bin wieder groß. Oh, Baby, ich bin der Größte. Und... Tormusik. Ein Fromm, der nichts Besseres zu tun hat, als Koopas auszuspucken. Ah, what the fucking... What the fucking shit? Was ist das denn jetzt für eine Form? Das ist krank. Wow. Bums. Wow. Spannung pur. Ja, das ist Toho-Musik. Das erkenne ich doch. So, und jetzt noch ein Treffer. Yeah, baby. Und wann nimmt dieses Level denn mal ein Ende? Sekunde. Da mache ich dann lieber doch nochmal einen zweiten Sicherheitsschnitt. Und ich hasse diese Käfige. Ich hasse diese Käfige. Wirklich. Ich finde die gar nicht cool. Nein, nicht wirklich. Bin ich ganz ehrlich. Rump die Kuh. Rupp auf die Kuh. Komm. Rupp die Kuh. Mann, jetzt geh kaputt. Alter. Alter! Danke! So! Du bist sowas von im Arsch! Oh yeah! Und jetzt muss ich da hoch. Und dann hier lang. Und dann passt... Oh Gott, was ist das denn jetzt, Kranke? Hm! Nein! Hm! Fuck! Hm! Yep, das passte soweit. Das ist super! Wunderschön! Oh! Wie mache ich den denn jetzt? Der wird lustig! Dopti! Dopti! Dop, dop! Wie zur Hölle hast du dir das denn jetzt gedacht? Ich weiß, dass es geht. Ich glaube es, wirklich. Aber, nein. Ja, nein, warum bin ich denn nach links gelaufen? Ah, Mann. Nein. Ich krieg das gerade allerhöchstens vom Kopf nicht hin. Nein. Nein. Och man, das ist doch Bums! Ey, hüpf, hüpf, nein. Ich lande immer zu früh neben dem Viech. Ich lande immer viel zu früh neben dem Viech. Das ist ein Scheißsprung, hüpf. Guckt es euch an. Da, nein, ich bin wieder nach links gelaufen. Alter. Es verarscht mich. Anders lässt sich das
gerade nicht mehr ausdrücken. Und da muss ich mich kurz an der Nase kratzen. Das ist gerade... Grundbedürfnisse eines Menschen. Die sollte man decken. Es klappt nicht. Ich bin einfach so... blöde gerade. Ich meine, der Sprung ist wirklich nicht schwer an sich. Hüpf, hüpf, hüpf. Aber ich ziehe einfach zu spät rüber. Also, es ist machbar. Ich muss quasi. Hüpf, hüpf, rüber. Da. Das war jetzt auch nicht so der Kampf. Ah. Ich kann das. Ich kann das schaffen. Ich kann das echt schaffen. Ja. Ich beweise das. Da. Ich bin der Größte. Jetzt ist meine Laune auch wieder besser. Jetzt, kann ich hier in... Oh boy. Noch in Form. Das ist dafür, dass du meinen Bruder getötet hast. Ich hab keine Ahnung. Woher war die Musik? Ach Gott. Man kennt es doch. Woher ist das? Ich hab keine Ahnung mehr. Scheiße, ich schäme mich da gerade für. Oh, woher ist das? Gott, ich komm nicht drauf. Phoenix Wright. So, da haben wir es. Da war der Geistesblitz. Das ist Phoenix Wright Musik. Warum auch immer. Kann ich auf dir? Spin jumpen. Yeah, kann ich. Du bist ein Wow. Könntest du mal was feuern, was mir was bringt? Irgendwie einen Cooper. Oh, einen Cooper. Oh, mein Cooper. Hallöchen, Cooper. Cooper, Cooper, die Duper, super, die... Oh, ich will hinter dir her. Awesome. Oh Gott, jetzt fällt er eine Million Coopers auf einmal ab. Jetzt weiß er auch nicht mehr, wie er sich sonst verteidigen soll. Nehme ich mal den hier mit. Oder den hier. Oder einen von den 3 Millionen. Und mach Rooms. Und treffe ihn damit sogar. Und dann mache ich Rooms und es wird dunkel. Und wenn er wieder vorbeikommt, dann fängt er sich noch eine. Oh yeah. Da nämlich. So. Düdel-di-düdel. Du-bi-di-du. Er ist viel zu schnell für meinen Geschmack. Was ist das denn auf einmal? Fwompi-Turbo. Turbo-Fwomp. So benenne ich dich jetzt. So, ja, du bist der Wow. Wo ist der hin? Wo ist der hin? Das sind die Sprite-Limits, glaube ich, die ich angesprochen habe. Sind das die Sprite-Limits? Ich feuer mal einfach auf gut Glück. Treffe nix. Und habe gewonnen. Awesome! Yoshi hat gewonnen. So, damit würde ich sagen, Emero Need Switch und Emero Get Switch? Mit Pokerface. Oh boy. Gib mir meinen Switch. Ich habe ihn mir verdient. Oh yeah! Happy End. Nebenbei tanzt du auch vor innerer Freude. Sowas von. Oh, die Musik. Ja, damit würde ich sagen, ich bin Emero. Das war's für heute. Der Hack war schön. Ich mochte ja schon im ersten Durchlauf den Hack von Zukunftsnerd. Der war auch sehr schön. Und ich habe nichts anderes erwartet als wieder so eine Spielerei. Gerade das mit den Forms war ja im ersten Mal schon dabei. Ich muss sagen, es war schön. Mir hat's gefallen. Ich bin Emero. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschö, tschö.